So, neue Reifen montiert, neue Motorausbaustufe montiert und wir machen heute weiter mit dem nächsten Auto, mit dem nächsten Rennen. Wir wollen uns schließlich unseren RX-7 zusammensparen. So langsam. Der kostet 49.000 oder was? War das, glaube ich, 49? Den möchte ich gerne als Drifter umbauen und das wird dann hoffentlich bald passieren. So, spielen. Und wir machen heute. Was haben wir denn Schönes? Hier hätten wir. Na gut, wir haben. Hier kurz. Hier, das hätten wir nämlich hier, dieses, die Touristenfalle, ja. Die hätten wir gerne gefahren. Aber das ist jetzt nicht für heute. Take over die ganze Stadt. Wir haben ja A als Stufe, wir müssen also A werden, allerdings fahren. Aber hier glaube ich dieses A-Rennen. Ja, kostet 400.000, okay. Das ist alles natürlich ein bisschen blöd. Wir brauchen eine zweite, okay. Ich muss jetzt gerade gucken, was wir hier so haben am Rennen. Takeover. Ach so, ja, hier müssen wir leichtes Geld machen. Okay, hier müssen wir Punkte machen. Boah, 12.000 Belohnung null? Aber wir kriegen dafür ein Auto, ne? Siegt Ford Mustang Fox Body. Okay. Dafür gibt es nichts außer das Auto. Wir müssen 12.000 für den Fabrikrekord fahren haben. Warte mal. Hat er jetzt irgendwas, was ich jetzt gerade. Das ist ein B, das ist ein B, PCC Black. Ich kann, glaube ich, gerade gar nichts machen, oder? Sehe ich das gerade falsch? Weil ich keine Kurve, da kein Geld habe. Doch, hier unten kann ich höchstens was machen. Ja, was anderes bringt jetzt tatsächlich nichts. Wir müssen also dahin. Jo! Willst du es mit einem Bugatti aufnehmen? Wenn ich das mal ablehne, weißt du, dass was nicht stimmt. Ein Kumpel von mir arbeitet bei einem Parkservice als Valet. Der hat neulich mal einen Wagen ausgeborgt. Und ihn dann stehen lassen? Hat Angst gekriegt oder so. Hier kommt der Standort. Okay. Sonst noch was? Bring mir auf dem Rückweg Tacos mit. Gut, dann nehmen wir das erstmal auf hier, das Event. Hallo, ich bin Bürgermeisterin Stevenson. In meiner ersten Amtszeit habe ich eine strahlende Zukunft für Lakeshore geschaffen. Schenkt mir eure Stimme, damit es strahlend hell bleibt. Finanziert von der Leitermark Power Company. Da soll den Leuten wohl ein Licht aufgehen. Oder was? Nein, nichts. Ich habe es zu spät gesehen. So, dann fahren wir da hin. Wir wollen, wie gesagt, die 7000, die wir da haben. Dann machen wir mal 9. Aber wie gesagt, wir wollen uns jetzt erstmal, wenn möglich. Spitzenpolitiker Holden Parker III. befand sich heute in der deutschen Botschaft im Warmwasser. Er berichtete die Leistung einer Gruppe von Einserschülern und sagte dazu Folgendes. Das ist ein großer Erfolg für euch, aber auch für den amerikanischen Traum. Denn wisst ihr, was die Deutschen für ein Problem haben? Sie haben kein Wort für
Wunderkind. Hab gehört, dein Name steht im Duden. Als Synonym für Vollpfosten. So, nehmen wir das Auto mit. Bugatti Chiron Sport. Liefer das Auto ab. Unbeschädigt, die 7.500. Hänge die Kopf ab. Ja, why not? Gut, wir müssen nicht aufs. Yo, Speedy, hast du den Wagen? Ja, und rate was noch? Meine Bestellung von Taco Chains on Me? Nein, tschüss. Keine Tacos. Cops sind hinter mir. So eine Überraschung. So ein Pech. Dann mal volle Konzentration. Ich bin kein Experte, aber fühlt sich langsam wie mehr als nur Pech an. Schön. Anale, wir wurden gerannt. L-Team, Undercover ist hier zur Verstärkung. Klar! Wagen zuletzt bei DuPont View gesichtet. Zentrale an alle Einheiten. Straßensperre eingesetzt. Wie geht gerade die Kohle so flöten? Ja, mega, wir kriegen die Kohle eh nicht. Das Gute ist, wir haben wieder das Auto ja komplett gerade. Gut, okay, wir können ja Tankstellen nutzen. Wir stehen da wie ein Haufen Deppen. Ich nehme jetzt gerade mal ein bisschen das Gas weg. So, abgeliefert. Und wir haben volle 7.500 für das Auto bekommen. Schön. Der Valet von dem Lokal hat angerufen. Er sagt, der Wagen wäre so gut wie neu. Super gemacht. Gut, dann kann er sich ja jetzt entspannen. Hoffentlich. Er hatte Angst, er müsste... So. Geld haben wir. Aber eigentlich würde ich halt gerne. So, warte mal, jetzt müssen wir gerade gucken. Wir haben jetzt A. Was haben wir denn hier? Wo darf ich das eigentlich? Das Event nicht fahren. Achso, wir brauchen die 12.000. Wir kriegen ja. Ah ja, gut, hier ist das Auto, ne? Großes Geld. 11.250 kriegen wir dafür. Eigentlich würde ich sie gerne fahren. Dann nehmen wir sie mal mit. So, jetzt muss ich noch gerade... sich einen neuen Parkservice suchen. Was schwierig wäre, weil er keinen Führerschein hat. Tess, warum klebt immer gleich von Anfang an die Polizei an mir? Der Wagen war eventuell als gestohlen gemeldet. Und das wolltest du mir nicht erzählen? Wie oft haben wir das schon gemacht? Damit musst du rechnen. Laufen die Lieferungen immer so?
Speedy, du musst Vertrauen haben. Aber ja, glaub schon. Speedy! Tess? Hab noch eine Abholung und Lieferung für dich. Machen wir das doch. Skyline GTR. Oh, so einen wollte ich schon immer mal fahren. Worum geht's? Rache. Und? Geht um das Auto seiner Frau. Und Jesus, einen Praktikanten und irgendwas mit Betrügen. Weiß nicht, hab nicht zugehört. Also, keine Cops? Keine Cops. Ich schick dir den Standort. Gut. Also, wir heute mal so ein Rennen fahren, fahren wir heute mal Lieferung. Oh, hier vorne steht das Auto. Hier steht er. Und haben wir ja, da steht das Schnuckelchen. Ist das das alte Modell oder ist das das neue Modell? Es ist das alte Modell. Und mich hätte ich 5000. Klar, keine Cops. Sind das Sirenen? Nee, diese neue Death Metal Band, die ich entdeckt habe. Cool. Die Cops sind hinter mir her. Häng sie ab. Darin bist du doch Profi, oder? Alle Einheiten! Interceptor ist Verfolgung auf! Mann, die fahren echt beschissen! Und hab gehabt! Gut, drei Cops, 1, 2 und 3, 2. Das war keine Absicht. So, Entkommensstufe 3. Jetzt habe ich, dass ich auch mal eine Tankstelle finde, weil ich schon das komplette Geld haben hätte gerne. Warte mal. Nehmen wir die mit da vorne. Deswegen habe ich diesen kleinen Umweg genommen. Geh weg. Auto abgeliefert. Und wir nehmen die kompletten 5000 mit. Sehr schön. Hey, du wirst ja richtig gut. Klasse gefahren. Das war schwierig. Hoffe, der Typ hat einen Ehevertrag. Rache ist wohl ein Gericht, das am besten jemand anderes serviert. Komm schon, Tess. Das kannst du besser. So. Sehr schön, sehr schön. So, was haben wir denn als nächstes? Wir haben ja immer noch Events, ne? Wir haben ja nichts weiter verloren. Eigentlich würde ich halt, wie gesagt, diesen Takeover noch fahren. Das ist klar. Aber wie gesagt, da kommt immer irgendwas dazwischen. So. Hast du eine Erklärung? Weiß nicht.
Vielleicht hat die Frau sie gerufen? Hab nicht gefragt. Vertraulichkeit und so. Zu 1000%. Und deine Leute informierst du nur bei Bedarf, was? Genau. Und ich hatte Bedarf. Sorry, bin im Tunnel, kann nicht hören. Kein Empfang. Tess? 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 So. Warte mal, ich schnapp mir mal das Versteck vom Boost. Das ist mir am liebsten jetzt gerade. Ich habe jetzt 16.000, die ich mir gerne saven würde. Da ist es. So, dann nehmen wir das mit hier. Ja. Und wir sind wieder am Tag. Yo, Tess. Wie war's letzte Nacht? Ramen und Trash-TV. Das Übliche. Okay. So, was haben wir denn als nächstes für Events? Samstags und Qualifikationen. Belohnung Defender. Okay. Start geht 20.000. Also wir haben jetzt wieder ordentlich Money links dabei. Großes Geld. Wo kosten die? Was finden denn vielleicht 18.000? Also 18.000 ist wahrscheinlich das Dingsgeld. Wow, 18.000 kriegen wir hierfür. Ist das ein Dürftring? Nee, es ist kein großes Dürft, ne? Gut, das würde ich sagen. Machen wir dann in der nächsten Folge und dann freue ich mich wieder, wenn ihr einschalten würdet. Wer die 18.000, die würde ich gerne mitnehmen. Ah, das ist ein Dürftring, ne? Oder ist das ein Sprint drin oder ist das ein Drift? Ne, ist ein Sprint. Okay, gut, dann würde ich sagen, bin ich raus. Wir sehen uns wieder und dann holen wir uns hoffentlich die 18.000. Bis dahin. Tschüss.